Ja, wir sind nach wie vor im Bereich der Vermittlung und im Betrieb. Und ein weiteres wichtiges Protokollelement ist die sogenannte Flusssteuerung. Stellen Sie sich vor, wir haben also einen Sender, der ist sehr performant, der sendet unentwegt mit hoher Geschwindigkeit. Und wir haben umgekehrt auf der anderen Seite einen Empfänger, der sagt, Moment, ich kann gar nicht so schnell. Also muss dort zwischen diesen beiden Partnern ja eine Prozedur eingefügt werden, die dafür sorgt, dass die beiden miteinander sprechen können. Und das Ganze nennen wir dann Flusssteuerung. Und dieses Protokollelement sorgt also dafür, dass wir diese unterschiedlichen Geschwindigkeitsbereiche anpassen. Und das bedeutet also, wir müssen eine Geschwindigkeitsanpassung zwischen Sender und Empfänger vornehmen. Genau. Und letzten Endes muss dann natürlich der Empfänger aber auch dem Sender irgendwann mal mitteilen, ich habe jetzt die Daten erhalten, ich erwarte jetzt die nächsten. Das geschieht über sogenannte Acknowledgements oder Quittierungen, wie man auch sagt. Und da gibt es aber auch unterschiedliche Ansätze, wie man das verfolgen kann. Man könnte es so machen, das sogenannte Stop-and-Wait-Verfahren würde bedeuten, der Sender sendet seine Daten, ein Paket, wartet auf die Bestätigung, sendet das nächste Paket, wartet auf die Bestätigung. Das kann man hier schon sehen, bei dieser Transatlantikleitung, die wir mal schematisch dargestellt haben, haben wir natürlich auch entsprechend lange Paketlaufzeiten. Da geht unglaublich viel Zeit verloren, die man eigentlich viel, viel besser nutzen könnte. Das heißt, an dieser Stelle wird eben unsere Übertragungsleitung in keinster Weise ausgelastet. Ja, wenn wir die jetzt voll auslasten wollten, dann können wir mit einem sogenannten Pipelining, da müssen wir wieder dieses Verzögerungsbandbreite-Produkt beachten, können wir die ganz anders auslasten, indem wir eben kleine Pakete auf die Reise schicken und darauf warten, dass ein Acknowledge sozusagen kumulativ über eine bestimmte Anzahl von Paketen dann gesendet wird. Und dieses kumulative Senden einer Empfangsbestätigung wird dann über die Vereinbarung eines bestimmten Fensters, einer bestimmten Größe gemacht, die letztlich auch vom Verzögerungsbandbreiteprodukt abhängt. Genau, es geht also darum, die Leitung nach Möglichkeit zu jedem Zeitpunkt voll auszulasten. Steht jetzt auch schon sehr schön auf dieser Folie, also keep the pipe full, also nach Möglichkeit die Daten eben von Anfang bis Ende immer auf der Leitung zu haben. Und es klang gerade schon an, es gibt auch ein sogenanntes Fenster, auf das sich die beiden Kommunikationsteilnehmer an der Stelle einigen können. Soll heißen, wir haben ja am Anfang gesehen, es kann sein, dass es Performance-Unterschiede gibt zwischen Sender und Empfänger. Die müssen sich also irgendwie darauf einigen, wie viele Daten darf ich eigentlich schicken, bevor ich eine Bestätigung von meinem Empfänger erwarte. Das ist das sogenannte Sendefenster, was ich eben entsprechend verschieben kann über meine Datenübertragung, ein sogenanntes Sliding Window. Und da gibt es auch dieses Verfahren zu, was wir jetzt gerade auf der Folie sehen. Das bedeutet, dass unser Sender ein sogenanntes Schiebefenster hat, in dem eben festgelegt ist, okay, eine bestimmte Größe, das ist die Sender Window Size, eine bestimmte Anzahl von Daten kann ich eben übertragen, bevor ich erstmal auf eine Bestätigung warte, ob diese Daten auch tatsächlich korrekt bei meinem Empfänger angekommen sind. Und der Empfänger auf der anderen Seite braucht natürlich auch ein entsprechendes Window. Wir sehen das hier, das ist also das Receive Window Size, die wir dort festlegen. Und die sollte nach Möglichkeit genauso groß sein wie die beim Sender. Das heißt also, es gibt eine abgestimmte oder auch synchrone Fenstersteuerung an der Stelle. Und es gibt dann über diesen Fensterrahmen sozusagen kumulative Bestätigungen. Und das sehen wir uns jetzt nochmal im Zeitdiagramm an. Wenn wir also hier mal uns auf der linken Seite angucken, wenn wir Stop-and-Wait-Verfahren haben, also Fenstergröße 1, Stop-and-Wait, dann muss jeweils der Sender auf das Acknowledgement von dem Empfänger warten. Im anderen Fall. Im anderen Fall, genau, dann sehen wir schon, wir können dort einfach mehrere Daten auf einmal senden, in diesem Falle 1, 2 und 3, das ist natürlich in der Realität nochmal deutlich mehr, und warten dann eben auf die Bestätigung. Wir sehen aber an dieser Stelle auch schon, unser drittes Paket ist irgendwie nicht angekommen. Offensichtlich hat unser Empfänger an der Stelle ein Problem und kann dieses Paket nicht entgegennehmen, vielleicht weil der Puffer voll ist. Er sendet jetzt also eine Bestätigung, sagt okay, Acknowledgement 3, ich erwarte als nächstes das Paket 3. Und übermittelt dem Sender an der Stelle auch noch direkt, ich möchte bitte unsere Window Size reduzieren auf 2. Jetzt würde der Sender erneut senden, eventuell hat er sich noch nicht darauf eingestellt, dass eben seine Fenstergröße jetzt auf 2 reduziert werden sollte. Er schickt also nochmal, in diesem Falle 3, 4 und 5, weil 3 ist ja das nächste, was er hätte senden sollen. Jetzt sehen wir an der Stelle, 5 kommt wieder nicht an. Jetzt sagt natürlich unser Empfänger wieder, okay, ich bestätige 5, das ist das, was ich als nächstes haben möchte.
lass uns mal die Fenstergröße reduzieren. Und das kommt dann natürlich irgendwann auch bei unserem Sender an. Der reduziert seine Fenstergröße, er schickt jetzt nur noch 2 Pakete, bevor er eine Bestätigung erwartet. Und an dieser Stelle bestätigt dann unser Empfänger natürlich auch das nächste Paket, in diesem Falle das Acknowledgement 7, und sagt weiterhin Fenstergröße 2. Das kann sich im Laufe der Kommunikation weiter anpassen. Das ist der Empfänger kann entlastet werden, kann sagen, okay, jetzt kann ich mehr Daten vertragen, lass uns mal die Fenstergröße irgendwie auf 4 oder so wieder erhöhen. Das ist also tatsächlich variabel und kann entsprechend über den Zeitraum der Kommunikation angepasst werden. Ja, wichtig ist letztlich, dass bei diesem Sliding-Window-Verfahren eine zusätzliche Kommunikation zwischen Sender und Empfänger stattfindet, die eben über unsere Protokollelemente mit eingebracht werden. Und dieses Thema Flusssteuerung ist ja ein ganz wichtiger Punkt, eben zum Beispiel auch bei TCP. Ja, und wenn wir uns das angucken, dann bedeutet das zum Beispiel, wenn wir die Übertragung als solches sichern wollen, dann gibt es die Möglichkeit, das verlustig gegangene Paket neu zu übertragen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, darauf zu achten in der Flusssteuerung, dass wir die konkrete Reihenfolge der Pakete oder Frames haben. Und natürlich, das haben wir schon gesehen, das ist ein wichtiges Element in der Flusskontrolle, muss die Abstimmung über die jeweilige Fenstergröße immer wieder neu aktualisiert werden.